würde sagen, sein Zustand ist noch 24 Stunden kritisch. Danach wird er sich hoffentlich stabilisieren. Mason hätte man nicht reinlassen dürfen. Oh nein, nein. Ich möchte, dass CC seine Familie, Freunde und Besucher sieht, aber immer nur einen allein. Und dann nur für sehr kurze Besuche. Zurzeit ist Ruhe wichtiger als alles andere. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten. Danke, Dr. Biddles. Sophia. Er hat gesagt, Familienmitglieder. Eben. Tut mir leid. So hat es Dad nun mal gesehen. Und ich sehe es genauso. Ja, okay. Sir? Gehören Sie auch zu den Campbell? Ja, ich bin CCs Schwager von der Ostküste. Nein, ist er nicht. Eben. Ich erledige das. Du wirst meinen Vater nicht besuchen. Und deine Lügen werden dich auch nicht weiterbringen. Eden, dein Vater wollte mich umbringen und ich will wissen, warum. Und du und Sophia, ihr wollt ja nicht reden, nicht wahr? Aber ich werde CC fragen und ich finde heraus, worum es geht. Verstehst du denn nicht? Er kämpft um sein Leben. Er ist zu schwach für so ein Gespräch und es wäre schön, wenn du jetzt verschwindest. Lass meinen Vater in Ruhe. Ich finde, Lionel hat ein Recht auf die Wahrheit. Entweder erzähle ich sie ihm oder du. Ich kann nicht fahren. Wegen meinem Bein. Ist schon in Ordnung. Ich fahre gern. Ich bete. Ich bete, dass es noch nicht zu spät ist, Cruz. Oh Gott, ich muss so vieles wieder gut machen. Es darf nichts passiert sein. Ich hoffe, wenn Ted bei ihr ist, dann wird er sie bestimmt beschützen. Ich bin sicher, dass er das tun wird, Mary, aber er könnte auch in Gefahr sein. Ich kann nicht für dich abdrücken. Das musst du schon selbst tun. Und wenn du es tust, ist alles vorbei. Ich meine, all deine Schmerzen und meine Schmerzen. Dann bin ich frei. Ich kann dich nicht töten. Ich... Du hast es gesehen. Das war in den Rücken. Das ist Mord. Das wird sie bezahlen. Das bedeutet Gefängnis. Nein. 20 Jahre. 20 Jahre. Der Preis, sie von dir fernzuhalten. Das war es mir wert. Christy, es ist alles vorbei. Das wollte ich nicht. Ich hab's nicht gewollt. Es war ein Unfall. Ich war ja hier. Ich hab alles gesehen. Oh mein Gott. Ich könnte das gar nicht. Du kennst mich. Ich weiß nicht einmal, wie es passiert ist. Das war ein Unfall. Ich weiß. Du bist gegen den Tisch gekommen. Und dabei hat sich ein Schuss gelöst. Oh mein Gott. Es war ein Unfall, Christy. Ich weiß. Steve hat dich vergewaltigt. Er war's, hab ich recht? Es war dein Stiefbruder. Dann bist du die ganze Zeit vor ihm weggerannt. Aha. Ja. Erzähle mir mehr über dein Vorstellungsgespräch. Naja, er möchte, dass ich ein paar dieser Bilder auswerte. Und es geht dabei um ein Buch. Es heißt Die vielen Gesichter der Liebe. Mhm. Ich habe die Bilder dabei und hoffe, dass du mir etwas helfen kannst. Das mache ich gerne. Hol sie doch raus. Wir sehen uns die Bilder an und reden drüber. Aha, gut. Du bist in Ordnung, Nick. Das Cashew-Hühnchen ist aber auch nicht schlecht. Mhm. Also gut. Und klecker keinen Reis drauf. Das ist nett. Gar nicht schlecht.
das ist wunderbar. Welches? Das ist wirklich toll. Ja, das gefällt mir auch. Aber was ist denn der Unterschied? Ich meine, das da drunter ist doch auch sehr gut. Aha. Also, ich erkläre es dir. Es sind die Kompositionen. Und das Licht, das Wechselspiel von Schatten und Licht. Es gibt so viele Dinge, die ein eindrucksvolles Foto ausmachen. Die Wahl des Films, natürlich das Licht und dann der Bildausschnitt. Nicht zuletzt die Dunkelkammer. Ich meine, manchmal kannst du besonders da den wahren Zauber entfachen, musst du wissen. Hier, sieh dir zum Beispiel das Foto an. Was siehst du da? Ein Mann und eine Frau. Sie sehen ziemlich glücklich aus. Richtig, das ist die Aussage. Was ist mit dem Medium der Fotografie? Es ist so voller Licht. Stimmt, Infrarot-Schwarz-Weiß-Film. Siehst du, es verdunkelt die Augen. Haut und Haare werden aufgehellt. Naja, das ist wunderbar für Frauen, aber manchmal nicht so gut für Männer, weil es den Bart mehr betont. Der hier ist blond, also funktioniert es. Genau das gibt dem Bild diese Helligkeit, die dir aufgefallen ist. Ja, ja, richtig, das ist die Technik. Aber irgendwie scheint da noch etwas anderes zu sein. Ich meine die Art und Weise, wie er sie ansieht. Da weiß man einfach, dass der Mann diese Frau liebt. Man sieht es einfach an der Art, wie er ihr in die Augen sieht. Gut gesehen, Kelly. Ich denke, du brauchst meine Hilfe nicht. Doch, ich brauche sie. Ich weiß. Vertraue einfach dem, was du bei den Bildern empfindest und beschreibe es. Dann liegst du schon richtig. Ich hoffe, du hast recht. Da fällt mir ein, kannst du sagen, ob dieser Mann chinesisch für die Frau gekocht hat? Ganz sicher. Und ich weiß auch, dass das Essen kalt geworden ist. Genau wie bei uns. Und womöglich hat er sie deshalb nie wieder angesehen. Also, jetzt wird gegessen. Mhm. Und nicht geredet. Das geht dich überhaupt nichts an. Lionel hat das Recht, es zu wissen. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Eure Meinung interessiert mich nicht. Ich werde euch jetzt mal sagen, wie ihr euch verhalten werdet. Weder du, noch Sophia, noch du. Keiner wird meinen Vater besuchen. Der Arzt sagt, dass er sich ausruhen soll. Und genau das wird er auch tun. Ich weiß, wie sehr ihr ihn aufregt. Ihr werdet also nicht zu ihm reingehen. Das werde ich auch den Ärzten und den Schwestern sagen. War das deutlich genug? Ich möchte kurz mit dir sprechen. Ich denke nicht, dass das nötig ist. Das ist keine Frage. Ich bitte dich eben. Also gut. Entschuldigt uns. Was ist los? Sieh mich nicht so an. Ich bin genauso beunruhigt über den Zustand deines Vaters. Weißt du, das, was Daddy vorhin erfahren hat, war einfach zu viel für ihn. Das hätte man ihm ersparen können. Dass du ihn betrogen hast, hat ihn schwer getroffen. Wirklich, ich kann nicht verstehen, dass du das einem Mann antust, den du liebst. Das habe ich nicht gewollt. Ich war es doch nicht, die ihm das erzählt hat. Eden, ich hätte es ihm nie erzählt. Glaub mir, ich wollte ihn niemals verletzen. Ich wollte ihn nicht umbringen. Ted, bitte glaub mir das. Das tue ich doch. Ich sag ja, ich habe gesehen, was passiert ist. Und so, wie ich es gesehen habe, war das Ganze ein Unfall. Ich fühle mich so schuldig, weil ich schon so oft daran gedacht habe, ihn zu töten. Ich habe sogar überlegt, wie ich ihn loswerden könnte. Aber auch er hat gewusst, dass ich es nie tun würde. Er hat dich also zu der Falschaussage gezwungen. Er sagte, er würde dich töten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Moment mal, wie kam er denn ausgerechnet auf mich? War es so eine spontane Idee oder was? Nein, es war nur... Wir hatten uns doch gerade gestritten und er erwähnte ich deinen Namen. Unbewusst. Und außerdem hat er dich gehasst. Er war eifersüchtig seit jener Nacht. Hier, an dem Geburtstag meiner Mutter, weißt du? Ja. Er hat dich gehasst und er hat nie damit aufgehört. Weil er dachte, dass wir oft ausgehen. Es war mein Fehler. Nein, das ist doch Unsinn. Ich wollte, dass er denkt, dass wir uns gut leiden können. Ich habe Sachen gesagt. Nur um ihn zu verletzen. Irgendwie bin ich an allem schuld. Das ist die Strafe dafür, oder nicht? Moment mal, Christi, jetzt warte doch mal. Komm her. Hör zu, ich rufe jetzt die Polizei und dann werden wir das hier melden, okay? Nein, was machen die mit mir? Das gibt doch mindestens 20 Jahre, das hat er gesagt. Nein, er nein, weiß Christi, das. Es war ein Unfall, ich bin Zeuge. Was, wenn sie mir nicht glauben? Sie glauben dir schon. Das gibt einen neuen Prozess. Das würde ich nicht aushalten. Die denken, ich hab's absichtlich getan. Hey, komm getan. Schon einmal mit der Ruhe. Also gut, wir müssen so denken, wie Anwälte es tun. Okay? In Ordnung. Also wir müssen uns genau überlegen, was wir aussagen. Erstens,
Wir müssen sie davon überzeugen, dass er gegen den Tisch gefallen ist und sich dabei ein Schuss gelöst hat. Und das wird gar nicht so einfach sein. Das glauben die nie. Die denken, es war Rache. Naja, zunächst könnten sie das annehmen, ja. Ich hab keine Chance. Auch du weißt, es sieht schlecht für mich aus, wenn die hier reinkommen und sehen, was passiert ist. Es wird sicher schwerfallen, die Situation zu erklären, aber es ist sie das Beste. Sie werden mir nicht glauben, Ted. Du musst mir helfen. Es war doch nicht meine Absicht. Du hast gesehen, dass er die Waffe gespannt hat. Er wollte, dass ich abdrücke. Schon gut, jetzt hör mal zu. Und, wolltest du es? Ja, ich wollte es, aber ich konnte nicht. In Ordnung, alles klar, ich verstehe. Ich denke, die Polizei wird dir das glauben. Er hat einfach nur gelacht. Hat einfach nur dagestanden und gesagt, ich soll abdrücken. Ich hätte das nicht gekonnt. Ich habe gesehen, was passiert ist und ich weiß, es war ein Unfall. Das werde ich einfach sagen. Die glauben dir nicht. Auf keinen Fall. Ich muss dafür ins Gefängnis. Nein, nein. Hilf mir, Ted. Natürlich helfe ich dir, okay? Du brauchst keine Angst zu haben. Jetzt setz dich erstmal. Oh mein Gott. Ich halte das alles nicht mehr aus. Du musst versuchen, dich zu beruhigen, bitte. Ich kann nichts dafür. Christy, hör mir mal zu. Ich verspreche dir, du wirst nicht wegen eines Unfalls im Gefängnis landen. Wir werden einen Weg finden, dir zu helfen. Wir beide werden das gemeinsam durchstehen. Komm schon, Christy, ich verspreche es dir. Ich will, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Ich will nicht mehr darüber sprechen. Wo bleibt denn nur Ted? Ted und Kelly, ich weiß einfach nicht, wo sie sind. Sie wissen noch gar nichts von Daddy. Ich werde mal rumtelefonieren. Ich glaube, ich weiß, wo Kelly ist. Und Ted werden wir auch finden. Ich versuch's einfach. Ich werde mit Lionel reden. Ich mache mir Sorgen um ihn. Dir sollte so vieles leid tun. Wieso solltest du auch noch an ihn denken? Warum? Das ist meine Sache. An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Das ist meine Sache, oder nicht? Ja. Wenn du willst, kannst du zuhören. Lionel. Ja. Ich habe Ihnen etwas zu sagen und ich werde es Ihnen sagen, egal ob Ihnen das will oder nicht. Ich bin es wirklich leid, dass die Capwells ständig über andere bestimmen. Ich habe die Geheimnisse satt. Ich warne dich. Sie haben mir nie erzählt, wie Sie es arrangiert haben, dass ich Brandon adoptieren konnte und ich werde Ihnen sicher nicht helfen, weiter so geheimnisvoll zu sein. Lionel, ich werde Ihnen sagen, wieso Cici so wütend war, dass sie auf Sie losgegangen ist. Untersteh dich. Lionel verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Es ist eine wichtige Information für ihn. Das ist ein Familienproblem und wir werden das unter uns regeln. Verstanden? Sophia hat Sie und Cici über einen entscheidenden Punkt lange belogen. Also gut, wir sollten das unter uns ausmachen. Gehen wir raus und reden miteinander. Lionel, ein Glück. Hat es dir jemand erzählt? Kennst du die Wahrheit schon? Welche Wahrheit? Was ist hier los? Ach, da bin ich froh. Du weißt noch nichts. Komm, ich erzähl's dir zu Hause. Also, warte mal. Ich werde nirgendwo hingehen, solange ich nicht weiß, was hier eigentlich gespielt wird, Gina. Hör nicht auf sie. Das stimmt, lass es. Sie versucht sich nur wieder mal zu rächen. Also, Gina, würdest du jetzt endlich gehen? Das hättest du wohl gerne. Würdest du gehen? Wollen Sie die Wahrheit wissen? Die Wahrheit über Channing? Channing Capwell Jr. ist Ihr Sohn. Nicht Cici's. Ihr Sohn. Sie hatten kein Recht, das zu tun. Ich habe Sie angefleht, nicht zu verraten. Ist das wirklich, wirklich Ihr Ernst? Du hast richtig gehört. Channing war dein Sohn. Sophia war von dir schwanger, als sie meinen Vater geheiratet hat. Channing war mein Sohn? Lionel. Oh Gott. Weiß Cici das? Sophia hat alle Jahre lang belogen. Sie wusste, was er tut, wenn er es rausfindet. Lionel, geht's dir gut? Warte mal. Deshalb wollte Cici mich umbringen? Das ist der Grund, dass er jetzt hier liegt? Dann muss er es wissen. Ja, er weiß es. Sophia hat ihn 25 Jahre lang angelogen. Er liebte sie. Und vertraute ihr. Als er das erfahren hat, reagiert er sofort. Noch vor dem Schlaganfall, da warf er sie raus. Jetzt hat sie nichts mehr. Nun hast du ja auch deinen letzten Trumpf ausgespielt, Gina. Ich würde gerne unter vier Augen mit dir reden. In Ordnung. Deine Einschüchterungsversuche sind völlig umsonst. Ich sagte doch, dass ich von niemandem mehr Angst habe. Du solltest anfangen, vor mir Angst zu haben, Gina. Weil ich dich nicht so einfach davonkommen lasse. Seit du hier aufgetaucht bist, hast du der Familie nur geschadet.
Mein Vater würde nicht da liegen, wo er jetzt liegt, wenn du nicht gewesen wärst. Das ist Sophias Schuld, nicht meine. Du hast genauso viel angerichtet. Du hast ihn getäuscht und manipuliert, wann immer du Gelegenheit hattest. Ich werde dir was sagen. Ich gebe keine Ruhe, solange du nicht dafür bezahlt hast. Was für ein seltsames Gefühl. Ich hatte noch einen Sohn all die Jahre und von niemandem habe ich es erfahren. Naja, denk doch mal, was für ein Sohn er gewesen wäre. Und vergiss nicht, vor über 6 Jahren wollte er dich ins Gefängnis stecken. Hast du das etwa vergessen? Nein. Nein, natürlich habe ich das nicht, Augusta. Es ist, dass ich ihn nie kennenlernte. Ich habe ihn nicht gekannt und er wusste nicht, wer ich war. Immerhin hat er ausgesagt, du seist der Mörder von Sophia. Und wie viele Leute haben Channing gehasst, dich eingeschlossen? Ich weiß. Sophia und ich hatten einen Sohn, habe ich recht? Einen Sohn und ich habe es nicht mal gewusst. Ich muss sie finden, ich muss unbedingt mit ihr reden. Lionel, nein, nicht, geh nicht zu ihr, red mit mir. Du solltest mit mir reden, ich bin deine Frau. Oh ja. Ich weiß, es muss für dich ein größerer Schock gewesen sein als für mich. Ich weiß. Ja, das war's. Hör zu. Hab keine Angst, ja. Wir stecken da beide drin. Aber wir werden die Sache durchstehen. Ich muss sie finden und mit ihr sprechen. Ja? Weißt du was? Ich glaube, Fotografen legen zu viel Wert darauf, wie man aussieht. Das ist alles, was sie interessiert. Äußerlichkeiten. Was ist so schlimm daran, Kelly? Ein Mensch verrät mir durch sein Aussehen oft, wie er als Mensch ist. Ich finde es nicht so wichtig. Ich bin zu kompliziert für die Leute und nur durch Ansehen erfährst du gar nichts über mich. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Ich schätze, ich kann dir sagen, wie du dich im Moment gerade fühlst. Und ich weiß auch, was du denkst. Ah ja? Na dann sag's mir. Na komm schon. Oh, hast du ein Glück. Eine kurzfristige Unterbrechung. Ich bin gleich wieder da. Hallo? Hier ist Sophia Capwell. Ist Kelly zufällig da? Ja, ist sie. Ich gebe sie Ihnen. Es ist deine Mutter. Hallo, Mom. Hallo, Schatz. Schatz, ich bin im Krankenhaus. Dein Vater ist krank. Es ist besser, wenn du herkommst. Krank? Was ist passiert? Ich werde dir nachher alles erklären, Kelly. Wie schlimm ist es, Mom? Liebling, dein Vater hatte einen Schlaganfall. Die Ärzte sind sich noch nicht sicher, ob er überleben wird. Bitte komm so schnell du kannst. Ja, gut, ich komme sofort. Mein Vater hatte einen Schlaganfall. Er liegt im Krankenhaus. Ich begleite dich. Ich habe solche Angst. Sophia? Ja? Ich muss mit dir reden. Nein, ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin auf der Suche nach Ted. Er hat keine Ahnung, was passiert ist. Bitte. Sophia, hör zu. Du kannst mir nicht ständig ausweichen. Ich möchte wissen, wieso? Hast du mir nie gesagt, wir haben ein Kind. Erzähle. Erzähl schon. Von unserem Sohn. Von Jenny. Du weißt es? Ich weiß Bescheid. Aber ich habe es nicht von dir erfahren. Wieso? Wieso erfahre ich es nicht von dem Menschen, der es mir eigentlich sagen müsste, Sophia? Denkst du nicht, dass du mir das schuldig bist? Lionel, ich schulde dir rein gar nichts. Ich möchte den Grund wissen. Sag mir, wieso. Wieso? Wieso? Das wagst du noch zu fragen? Weil du verheiratet warst. Verheiratet mit Augusta. Und ich war verlobt mit Cici. Was macht das für einen Unterschied? Doch. Du hast mir einfach verschwiegen, dass ich noch einen zweiten Sohn in die Welt gesetzt habe. Sophia, aus welchem Grund? Doktor, schnell ein Notfall. Ich muss gehen. Es ist etwas mit Cici. Sie können da nicht rein. Miss Kappler, ja. Der Arzt hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass es an der Zeit wäre, einen Geistlichen für Ihren Vater zu rufen. Oh Gott, stirb doch nicht. Sein Zustand ist wirklich sehr ernst. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Oh, Daddy. Oh, Daddy. Eden, bitte lass das.
Wo ist Daddy? Was ist passiert? Daddy ist da drin. Es gibt Komplikationen. Wir wissen nicht, was los ist. Oh mein Gott. Er stirbt doch nicht, Eden. Jetzt ist dein Ärzteteam bei ihm drin. Wie stehen seine Chancen? Ich würde sagen, zurzeit schlecht. Du hast es gewusst. Die ganze Zeit über hast du es gewusst. Ich weiß es erst seit ein paar Tagen. Ist das das Geheimnis, das du ständig angedeutet hast? Woher weißt du es? Durch private Nachforschung. Hast du jemanden engagiert, einen Detektiv? Natürlich nicht. Ich fand es einfach raus. Was macht das für einen Unterschied? Jetzt weißt du es ja. Das ändert eine ganze Menge für mich, Augusta. Also, woher weißt du es? Wer hat es dir gesagt? Wenn du es wissen willst, ich habe es selbst herausgefunden. Aber wie? Ich habe bei Mings Papiere gefunden, aber wollte ich nur Informationen über Brick. Mings? Mings wusste es? Offensichtlich hat sie es schon seit Jahren gewusst. Meine Mutter weiß es und sagt nichts zu mir? Ich verstehe das nicht. Augusta, es tut mir leid. Wie schrecklich muss das für dich gewesen sein? Ja. Es tut mir wirklich sehr leid. Also, da ist noch etwas, das du wissen solltest. Was denn noch? Nur keine Angst, es ist wirklich unbedeutend verglichen mit der anderen Sache. Augusta, wieso lässt du mich nicht entscheiden, wie unbedeutend es ist? Sag es mir einfach, ich ertrage keine weitere Überraschung. Naja, es... Allem Anschein nach gab es früher einmal eine Zeit, Channing pflegte so etwas wie eine, schwule Beziehung. Schwul? Du meinst homosexuell? Ja, aber es war eine ziemlich kurze Episode, eigentlich unbedeutend. Ich fasse es nicht. Channing, Amerikas Held? Oh ja, genau der. Ich fühle mich wie betäubt. Ist sonst noch was, Augusta? Noch andere Geheimnisse? Nein, das war's. Nichts weiter. Die Welt ist total verrückt. Weiß Cici es schon? Ja. Ja, ich schätze, er weiß es noch nicht lange. Wahrscheinlich erst seit heute. Er musste sich heute einiges anhören. Kein Wunder, dass er da liegt. Schon diese Nachricht musste ihn umbringen. Wie hat er es erfahren? Weißt du das vielleicht auch? Ja, Mason hat es ihm gesagt. Und dann sagte er ihm, dass du Channings richtiger Vater seist. Dann hatte Mason sicherlich einen sehr anstrengenden Tag, meinst du nicht? Ich würde sagen, er tut mir fast leid. Ach, Mason? Nein, nein, Cici ist ein so stolzer Mann mit einem solchen Ego. Oh ja, ich glaube, das Ganze war zu viel für ihn. Oh Mann. Channing war wirklich ein verdorbenes Früchtchen. Arrogant, selbstsüchtig, erpresserisch. Ich frage mich gerade, wäre er ohne Cici ebenso geworden? Ich bin sicher, die Schuld liegt vielmehr bei Sophie. Sie verließ ihre Familie. Ich meine, sie tragen beide die gleiche Verantwortung dafür, oder siehst du das anders? Ich wusste nicht, dass ich einen Sohn hatte. Wenn ich von Channing gewusst hätte, wäre sein Leben anders verlaufen. Vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt ein besseres Leben gewesen wäre, wenn ich es gewusst hätte. Ich schätze, dann wären wir nicht zusammen. Es gibt so einiges, was wir nicht kontrollieren können. Channing hat mir gehört. Und Sophie, er war mein Sohn. Mary und Cruz kommen jede Minute. Was soll ich Ihnen sagen? Was sage ich der Polizei? Beruhige dich, lass uns überlegen. Also, hör zu, die Polizei hat keine Schwierigkeiten, dir die Tat zu beweisen. Weißt du, Christy, die haben ihre ganz bestimmte Art der Beweisführung. Also, wenn wir behaupten, dass es Notwehr war,
bekommen wir Schwierigkeiten wegen der Position des Körpers, weil der Schuss von hinten kam. Und da das ganz klar ersichtlich ist, werden sie sagen, dass du dich nicht verteidigen musstest, verstehst du? Aber was viel schlimmer ist, er war unbewaffnet, er hatte keine Waffe. Nein, das ist nicht wahr, er hat eine. Wo? Er hat eine, er trägt eine Pistole. Hier in seiner Tasche. Okay, schon gut, schon gut. Christy, wir würden einfach sagen, dass er einen von uns bedroht hat. Verstehst du, was ich meine? Nein, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Ja, das könnte gehen. Wie klingt das? Er hatte die Waffe in der Hand. Und damit zielte er auf mich. Er wollte mich umbringen, klar? Du musstest einfach schießen, um mich zu verteidigen. Es ging um mein Leben. Ja, aber er hatte die Pistole nicht in der Hand. Das macht nichts. Wir legen sie einfach neben ihn. Ja, gut. Nicht! Du darfst sie nicht anfassen. Ich wollte doch nur seine Waffe. Ich weiß, was du vorhattest, aber du darfst auf keinen Fall deine Fingerabdrücke darauf hinterlassen. Ja. Also gut, lass mich das erledigen. Ich brauche irgendwas, um die Pistole anzufassen. Irgendwas. Gut, geh mal zur Seite. Okay. So sind nur seine Fingerabdrücke drauf. Das heißt, wir müssen das Ding nur neben ihn legen. Siehst du, das war doch ganz einfach. Er ist gefallen, du hast geschossen. Und die Pistole ist ihm aus der Hand gefallen. Das müsste eigentlich funktionieren. Das tust du für mich? Ja. Ich hoffe, es funktioniert. Klingt vernünftig. Gut. Ich danke dir. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Hey, Christy, ich bin froh, dass ich dir helfen kann. Das bin ich auch. Schon gut. Haben wir auch wirklich nichts vergessen? Du kannst nicht lügen. Das hast du noch nie gekonnt. Christy, überlass das mir, okay? Ich mache mir viel mehr Sorgen um dich. Ich stehe das schon durch. Wie geht's, Sissi? Und wie geht's dir? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wie soll ich das nur erklären? Du fühlst dich alleine, einsam und ängstlich. Ja, genau so. Ich kenne das Gefühl sehr gut, Kelly, aus Vietnam. Ich weiß, was du durchmachen musst. Du kannst nichts dagegen tun. Man will kämpfen und man hat keinen Gegner. Alles, was man tun kann, ist, den Glauben nicht zu verlieren und beten. Danke, dass du hier bist, Nick. Ich bin froh, dass ich jetzt bei dir sein kann. Das hat dir viel Spaß gemacht, nicht wahr? Die Angelegenheit hat dir sicher Vergnügen bereitet. Sagst Lionel, dass Jenny sein Sohn war, quälst dann auch noch Sophie, obwohl sie gar nicht in der Lage war, sich zu verteidigen. Und ich werde dir jetzt was sagen. Du wirst so schnell wie möglich aus unserem Haus verschwinden. Wirklich? Ja. Ich habe im Augenblick Wichtigeres zu tun, aber mach dich drauf gefasst, dass wir beide abrechnen werden. Mein Vater hat vor, die Scheidung einzureichen. Also kannst du gleich deine Sachen packen. Ich weiß gar nichts von seinen Scheidungsplänen. Und bisher liegen mir auch noch keine Papiere vor. Die kriegst du noch. Möglicherweise. Solange das nicht passiert, bleibe ich hier. Ich gehöre immer noch zum Haushalt und ich würde sogar sagen, ich bin sogar die Hausherrin. Ich werde also nicht gehen. So schnell wirst du mich nicht los. Okay, Gina. Halt daran fest, solange du willst. Du sitzt auf einem sehr wackeligen Stuhl und deine Illusionen werden sich nicht verwirklichen lassen. In spätestens 2 oder 3 Tagen bist du aus dem Haus. Würdest du da wetten, Eden? Gut. Und wie ging's weiter? Steve richtete die Waffe auf mich. Er wollte mich schlagen und vergewaltigen. Genau. Und er wollte vortäuschen, dass er dich überrascht. Und dann erschossen hat, um mir zu helfen. Und dann? Was war dann? Und dann hat er dich kommen hören und wollte dich zwingen, mir weh zu tun. Er hätte nie damit gerechnet, dass ich schießen würde. Okay. Ist gut. Und was hat er als letztes getan? So war es bei Steve auch. Er hat alles eingeübt, bevor ich als Zeugin gegen dich ausgesagt habe. Christy, komm schon, ich will dir doch nur helfen. Ich weiß, ich verstehe. Was hat er als letztes getan? Gut, er wollte dich erschießen.
Und dann hat er auf dich gezielt und gesagt, du kommst mir gerade recht, Käpfer. Und da habe ich abgedrückt. Und dann fiel er auch schon zu Boden. Nur einmal noch hat er gestöhnt. Okay, gut, merk dir eins. Du kommst mir gerade recht, Capwell. Nicht Ted, Capwell. Ja, ich werde es mir merken. Ist gut. Also, lass uns die Sache noch ein letztes Mal durchgehen. Einverstanden. Also los. Christy, ich schätze, die Sache fällt mir sehr schwer. Ich kann das nicht so einfach erzählen. Was sag ich Mom? Und Laken, meiner ganzen Familie. Sie haben mir immer vertraut und ich werde hier sitzen und sie anlügen. Ich weiß auch nicht, ob ich das kann. Wir müssen es tun. Die sind sicher gleich hier, Christy. Wir haben alles so gut wie möglich vorbereitet, oder nicht? Ja, aber ich schätze schon, Ted. Warte, Christy. Was? War er Rechtshänder oder Linkshänder? Ich weiß nicht. Denk nach, komm schon. Ich... Na, mach, die sind gleich hier. Rechtshänder. Ganz sicher? Ja, absolut. Einen Bruder, den ich gar nicht kannte. Den ich hasste. Tut mir leid, Kleines. Ich war auch schockiert. Du und Sophia. Denkst du jetzt schlecht von mir? Nein. Es ist nur, ich bin etwas durcheinander. Und wie ist es für dich, Großvater zu sein? Wieso? Großvater? Der Channing ist Brandons Vater. Oh, großer Gott. Du hast völlig recht. Daran habe ich nicht gedacht. Brandon ist mein Enkel. Er ist tot. Was ist passiert? Das war ich. Er ist mein Stiefbruder und ich habe ihn erschossen. Schon gut, Christy. Das ist Christy Duval und mein Name ist Ted Capwell. Capwell? Der aus dem Vergewaltigungsprozess? Ja. Yeah. Und Duval, die vergewaltigt wurde? Ja. Yeah. Ist gut, dann erzählen Sie mal. Also ihr Stiefbruder hat sie vergewaltigt. Er fand sie hier, hatte eine Waffe bei sich und wollte sie erschießen, weil er ganz sicher gehen wollte, dass sie nichts ausgebaut hat. Okay, okay. Schon gut. Rufe Verstärkung, das Funkgerät ist draußen. Okay. Cruz Castillo, Santa Barbara Police Department. Oh, Christy. Gott sei Dank. Oh, nein. Oh. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Was ist passiert? Ich wollte ihn nicht verletzen. Er hätte Ted erschossen, wenn ich nichts unternommen hätte. Sie sagt die Wahrheit. Hätte sie nicht geschossen, wäre ich nicht mehr hier. Ist gut, das wollte ich nur wissen. Officer, kann ich die beiden hier nach Santa Barbara bringen oder spricht was dagegen? Daraus wird nichts. Die Kleine bleibt hier. Oh. Hier sind wir zuständig. Und es hängt davon ab, was die beiden sagen. Wir dürfen die Kleine nicht so einfach freilassen. Hören Sie... Der Lieutenant macht mich zur Schnecke. In Ordnung, ich bin sicher, Sie werden alles gründlich untersuchen. Aha. Was ist mit Mom? Weiß sie über alles Bescheid? Nein, tut sie nicht. Aber keine Sorge, sie ist sicher bald hier und ich werde ihr alles erklären. Ich denke nicht, dass sie es verstehen wird. Er hat mich verfolgt, Mary. Es war, als wäre ich in einer Zelle mit ihm und ich kam da nicht raus. Ich kann dich wirklich verstehen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Mach dir jetzt über gar nichts mehr Sorgen, Chrissy. Es ist alles vorbei. Es ist endgültig vorbei. Tut mir wirklich leid, wir müssen Sie mitnehmen. Dann komme ich mit. Dann müssen Sie Ihr eigenes Auto benutzen. Ist gut. Christy, ich warte hier auf Mom, dann werde ich nachkommen, okay? Ja, in Ordnung. Christy, hab keine Angst. Ich besorge dir den besten Anwalt. Ted. Ja? Hast du gesehen, was heute passiert ist? Ja. Bist du dir im Klaren darüber? Ja. Ganz sicher? Ich hoffe, Christy auch. Dieser Mann wurde von hinten abgeknallt. Das weiß ich. Es war nur so, Christy hatte keine andere Wahl. Oh, wir können nur hoffen, dass die Polizei dir das glauben wird. Ich meine, Christy hatte überzeugende Gründe für seinen Tod. Das mag ja sein, aber es war trotzdem Notwehr. Entweder Steve oder ich, Cruz.
So sieht's aus. Ein Enkel? Und ich kenne ihn nicht einmal. Ich habe ihn nur zweimal gesehen. Ich habe ihn nie genau angesehen. Stell dir das vor. Brandon weiß nicht einmal, dass Channing sein Vater war. Das arme Kind hat noch einiges durchzustehen. Ich hoffe, dass ich ihn nicht verletze. Also ganz ruhig. Immerhin ist er ein Teil von mir. Und vielleicht hat er meinen ausgefallenen Charakter, wenn du mir die Unbescheidenheit verzeihst. Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. Noch ein kleiner Lionel, der durchs Haus rennt. Ich denke, wir sollten gehen. Bleibst du noch? Nein, nein, ich komme mit. Ich, Großvater. Ist das zu fassen? Oh, Mary, was ist geschehen? Gut? Keine Angst, Christy geht's gut. Wo ist sie? Sie wird gerade verhört, aber wir fahren gleich zum Revier, um ihr beizustehen. Aber was ist denn passiert? Was ist hier los? Mom, es ist furchtbar. Christy hat ihn erschossen. Den Mann, der sie vergewaltigt hat. Aber es war Notwehr und die Polizei versteht das. Oh mein Gott. Dann hat er es wieder versucht, nicht wahr? Ich habe es gewusst. Ich habe es immer gesagt, aber niemand wollte auf mich hören. Wissen Sie es schon? Wer? Die Capwells. Wissen Sie, dass Ihr Sohn tot ist? Oh, Mom, es ist nicht Ted. Ted hat sie nicht vergewaltigt. Was? Wovon redest du überhaupt? Natürlich. Natürlich hat er. Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Ich muss zu meinem Baby. Mom! Wenn Sie mit dieser Aussage zufrieden sind, werden Sie die Klage vielleicht fallen lassen. Aber du wirst die Sache sicher bezeugen müssen. Das stört mich überhaupt nicht, das mache ich gerne. Ja, geben Sie mir bitte Eden Capwell. Sie besucht Ihren Vater auf der Intensivstation der Kardiologie. Ist das mit Dad? Danke. Ich weiß bisher nur, dass er im Krankenhaus ist. Los, sag mir, wie ernst es ist. Keine Ahnung, Ted. Rede lieber mit Eden. Ja, ist Eden Campbell vielleicht bei Ihnen? Okay. Wieso bin ich nicht da gewesen? Ich hätte bei ihm sein müssen. Hör zu, Sie tun, was Sie können. Der Rest der Familie ist bei ihm, also jetzt macht ihr keine Vorwürfe. Eden? Ja, wir sind unterwegs. Er ist bei mir. Ich leg's auf die Lautsprecher, dann könnt ihr reden. Eine Sekunde, ja? Jetzt. Ted, geht es dir gut? Ja, mir schon, aber was ist mit Dad? Was hat er Eden? Er ist sehr krank. Wie krank? Er hat einen Schlaganfall, einen schweren Schlaganfall. Aber sie tun ihr Bestes. Eden, denkst du, dass er es versteht? Das weiß ich nicht, Ed. Es tut mir so leid. Hör zu, Eden, ich bin sofort da und du sag ihm, er soll durchhalten. Ist gut. Hör zu, Cruz. Pass gut auf Ted auf, ja? Mache ich, Babe. Hab keine Angst. Mom, Channing wusste es nicht und Dad auch nicht? Ja, und Lionel auch nicht. Es war mein Geheimnis all die Jahre und ich hätte es so gern mit ins Grab genommen. Ist das der Grund gewesen, dass er es herausgefunden hat? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass es damit zu tun hatte. Heute sind so viele hässliche Dinge passiert und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass ihr nicht dabei wart. Also, Mom, ich finde es nicht richtig, dass wir nichts wussten. Du hättest es sagen sollen. Oh, Layton. Ted, hey. Schön, dich zu sehen. Wie geht's, Christy? Das erzähle ich dir nachher. Ich schätze, du weißt schon Bescheid über meinen Dad. Ja, sicher. Ja. Es tut mir so leid. Lass uns darüber gehen. Weißt du was? Ganz egal, ob er ein Capwell ist oder nicht. Diesen Enkel besuchen. Ja, das wirst du. Layton, kommst du mit? Ich komme gleich nach. Ich bin so froh, dich zu sehen. Tut mir leid, dass es nicht früher ging. Gibt's was Neues über deinen Dad?
Nein. Gib mir einen Kuss. Natürlich. Ich bete für dein Date. Ich bin so froh, dich zu sehen. Dass ich da herausgekommen bin, ist beinahe ein Wunder. Ich meine, Steve Bassett war absolut wahnsinnig. Weißt du, wenn Christy nicht abgedrückt hätte, dann wäre ich nicht hier. Ich weiß. Ich bin hier. Nicht, dass du das noch vergisst. Ja. Das weiß ich doch. Ich habe dich vermisst. Ich brauche ihn, Cruz. Ich bin noch nicht so weit, das Geschäft zu übernehmen. Er kann doch nicht so einfach gehen. Wenn Sie ihm irgendwie helfen können, dann werden Sie das auch tun. Ja. Ja, denke immer daran, dein Dad ist sehr stark. Ja, das ist es. Es ist schon spät. Kommst du mit mir mit? Ich weiß nicht. Ich habe sehr viel zu tun. Ich muss noch ein paar Anrufe erledigen. Ich meine, wenn die Geschichte erst mal in der Zeitung steht, das wäre ziemlich schlecht. Es müssen alle wissen, dass Daddy zwar für mich die Zügel in der Hand hielt, aber ich alles kontrolliere. Ich muss dringend zu den Anwälten, damit ich Vollmachten bekomme und ich muss die halbe Nacht telefonieren. Hör zu, Schatz, wieso kannst du das morgen früh nicht erledigen? Wichtig ist, dass wir beide erstmal schlafen. Ich weiß, ich schlafe besser, wenn du bei mir bist. Kannst du das nicht verstehen? Ich meine, wieso sehen wir uns nicht einfach morgen? Ist dir das lieber? Was meinst du denn damit? Vielleicht bin ich egoistisch, aber es ist das Beste für dich. Ich möchte heute bei dir sein.